Co ty kupowałeś? Co to zdjęcie na Facebooku? Kanapka? Aha. Jedziesz ze środka kierownicy, widzisz tylko szybę? Du hast einen Fehlstatus belegt. Die Rennkommissare erlegen dir an diesem Rennen eine zusätzliche Wirkung unter uns. Kodis kodował tą grę, więc robi wała tutaj. O, czekaj, co? Turbo upgrade mam jeszcze. Jakiś pipiro. No? Nie odkryty pyrzacik jeszcze. Złajcie, jak go odkryję, zobaczysz, dupsko będzie czyszczało. Ta Sven fühlte sich gar nicht gut. Ja bez turbo jadę. Zrozum. Zrozum sytuację. Ale verstehe ich kein Polnisch? Nie wirklich? Moje szczęście. Chłopaki, enter, enter. Słyszą, nie? Myślę, że znają polski? Polski język? Polski język znają? Aha, ja nie przyłączyłem chyba. Ci gadam do siebie dla nich. Dobrze. Lecimy. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten.
Kotek zwolniłeś? Wird. In meinem Auto, Frontscheibe, die dürfte so 600 Euro bestimmt kosten. Schauen wir mal, was die hier kostet. Guck mal, sind wir vorbeigekommen. Kurwa, mnie tu wynosi strasznie. Ale mnie tam wyniosło strasznie. Co ja bardzo nie jestem przyzwyczajony do jazdy w te środka, wiesz? Na punkcik się zapalił. Diesmal war mir mindestens nicht letzte. Aber richtig gut fühlt sich heute nicht an. No, masz parzeta całkiem odkrytego. Wszystko zrobione. Junior-Strecke. Tja, wieder die Junior-Strecke immer im Kreis. Da darf man nicht so viel Gas geben. Jetzt muss man wieder die falschen Fährte erwischen. Schauen wir mal. Also ich finde mich heute irgendwie nicht so Rallycross-affin. Man merkt es auch vielleicht. Irgendwie fehlt mir da das Gefühl heute dafür. Danke. Boah, jetzt sind wir
Gruppe umzingelt. Von Franzosen? Die Franzosen? Die Flagge? Grün, weiß, rot? Weiß gar nicht. Früher wusste ich schon. Du musst eine zusätzliche Truppe runterfahren, weil du einen Fehlstart hingelegt hast. Oh Mann. Das war ja wirklich zum Vergessen. Da bleiben wir gleich in der ersten Runde hängen. War nicht so toll. Na, immerhin kollisionsfreies Rennen. Ich glaube es nicht. So ganz anonym gegen irgendwelche Leute zu fahren, macht nicht wirklich Spaß. So zwischen den Rennen da ein bisschen mit Leuten, die man kennt, zu tratschen, bis es weitergeht, wäre vielleicht sinnvoller. Schauen wir mal, ob man jetzt vielleicht jetzt im letzten Rennen ein vernünftiges Rennen hinlegen. Ich glaube es nicht. Wir hören dann auch. Das ist irgendwie nicht so schön heute. Vielleicht zu viel als Rekorder gefahren. Ich kriege da einfach kein Gefühl rein. Läuft einfach nicht gut. Aber vielleicht schaffen wir jetzt mal einen Sieg. Wir strengen uns mal an. Deine Gegner haben den Zug bereits absolviert.
oh Mann, das war echt ein Kampf. Wir haben heute ein volles Feld bei Dirt Rally. Oh, schauen wir mal, was in England möglich ist. Das ist schon das zweite Event von drei. Das heißt, wir werden wohl. Deine Startposition ist günstig, um die erste Runde als Joker-Runde zu fahren. Ein guter Tipp von einem Ballfahrer. Schauen wir mal, was sich entwickelt. Sprit dürfte sich ausgehen. Ungefähr für zwei Runden mehr Sprit. Uli, du bist ziemlich leid, ich verstehe dich gar nicht. Thank you.
paar Zehntel schnell zusammengepasst. Wir haben aber den jungen Sieg, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, also da vorbeizukommen. Wir haben tatsächlich bis jetzt den zweiten Platz von der Rennzeit gemacht. Das heißt, wir kriegen auch schon einige Punkte dazu, 25. Wird wahrscheinlich nicht lang, um in die Gruppe 1 zu kommen. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Also es liegt ganz gut. Ja, man hat die Mutter ganz vertreten. Wir haben doch einiges auch an Geld kassiert. Wir haben 6.700 Credits kassiert. Wir haben das Turbo-Upgrade auf 40%. Also dieses Upgrade gilt wohl nur, wenn man das Fahrzeug gekauft hat. Gleiche Strecke, wieder 10 Runden. Schau mal. Also ich muss sagen, die 10 Runden, das hat mir jetzt ein bisschen geholfen, um mal ein bisschen Übung und ein bisschen Gefühl für die Strecke zu bekommen. Und ich hoffe mal, dass man das jetzt wieder sehen kann. Leider habe ich nicht die Handeln unterwegs. Deswegen muss ich jetzt den Fehlstart aufpassen, weil das Fahrzeug vorrollt. Das heißt, ich werde gleichzeitig auf die Bremse und auf die Kupplung treten. Also auf die Bremse und Gas. Kupplung sowieso dann getreten. Hat sich gerade das Mikro verabschiedet. Okay, was war das? Ich habe versucht, jetzt mit der anderen zu treffen. Aber ich hoffe mal, das Spiel, glaube ich, reagiert ganz gut auf sowas und steht dann so ein Fahrer jetzt mal auf nicht Bamba. Das heißt, das ist erst dann durchsichtig und kann man sich dann das dann nicht mehr angucken. Thank you.
hier bei dem Tode bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die wirklich gut meistern kann. Wahrscheinlich einige Punkte kosten wird. Das war jetzt eigentlich der Zug quer gekommen. Und da habe ich mir jetzt noch nicht so raus, wie ich das verhindern kann. Normalerweise mit Gas geben und gegenlenken, aber irgendwie hat es diesmal nicht geklappt. So, wir haben es auch geschafft, mit 40, mit Tiefe 40, 40er Zeit haben wir natürlich schnellste Runde bis jetzt bei uns drin, aber wir sind natürlich fast 2 Sekunden langsamer als der Gewinner der ersten Gruppe und haben den 3. Platz gemacht tatsächlich. Das heißt, wir kriegen nochmal 26 Punkte und haben uns jetzt auf den 4. Platz vorgeschoben. Damit ist die kleine Meisterschaft vorbei und wir müssen uns eine neue suchen. So, das sind wir wieder. Eine sprödliche Vierergruppe. Der Old Nobby, der wird uns wahrscheinlich mit seinem Ford Fiesta fortfahren. Aber wir versuchen unser Bestes, irgendwie dran zu bleiben und wir können mal schauen, was uns der Nobby zeigen kann. Kurze Anbindung.
Rekordstrecke ist nicht mein Favorit. Ich bin wieder ein Anschluss an meinen Vordermann. Ich bin der auch nicht so sauber fährt, aber da fühle ich das Fahrzeug nicht in die Kurve. So wie ich mir das vorstellen würde. Was mit 10 Mal im Kreis. Der Vordermann hat einen Fehler Wir haben unseren dritten Platz. Wir haben unseren dritten Platz ins Ziel gerettet. Der Carlo hat gewonnen, das ging jetzt so schnell weg, ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber 5000 Kredits sind schon mal nicht schlecht. Turbo schon auf 70%. So, jetzt wieder England, diesmal... Lass mal weg. Oh, bin uns hier. So, diesmal die mittlere Strecke. Die zwei schnellen Jungs vor mir. Schauen wir mal, ob und wie ich dranbleiben kann. Ich weiß noch nicht, wie ich mich jetzt entscheide, ob ich gleich die Joker übernehme oder nicht. Oder das mal einfach so.
lassen, weil es sich selbst auskatapultiert, hoffentlich. Wir haben ja noch 6 Zeit. 6 Minuten Zeit, uns da Gedanken zu machen. So, ich glaube, jetzt hat er aber sein Auto gut zerstört. Hui, so. Schauen wir mal, wo uns die Zeit hinbringt. Oh. Disqualifiziert. So. Sind wir nur noch zu zweit mit dem Nobby. Oh, nur noch zu zweit.
hoffentlich, dass die zwei vorne sich so ein bisschen behaken. Gucken, versuchen mal die Runde, ob es hier diese Kurve im vierten Gang zu machen. Sehen wir.
erwarten, dass das Auto hinter dir die letzte Runde als Joker runterfahren wird. Was war denn das, Carlo? Das war nicht schön. Also ich glaube, wir wissen jetzt, wer uns angekommen ist. Jetzt einfach Vollgas in die Kurven rein und hat sich zerstören lassen. Ja, das Auto sieht auch dementsprechend aus. Hast. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten. Ja klar, ich krieg eine Zeitstrafe und Carlo schmeißt mich raus. Boah. Also das ist natürlich etwas nicht so Schönes. Er ist natürlich die schnellste Runde gefahren, aber Wahnsinn. Wir haben trotzdem den Boden. Also das ist nicht schön, wenn so eine da von hinten ankommt und so fährt. Aber es gibt auch schnellere.